war letzte Woche in Las Vegas und habe dort verhandelt mit dem mittlerweile älteren Herrn Roy und Siegbert oder so ähnlich und den zwei Tigern, wovon einer schon das Zeitliche gesegnet hat. Und auf jeden Fall, wir hatten einen Vertrag, einen Vorvertrag und die zwei hätten da sein sollen heute mit dem einen Tiger. Jetzt, wie ich drüben war und wie ich das gesehen habe, ein Tiger wird normalerweise 20 bis 30 Jahre alt, der ist schon 46. Und wie wir ihn dann getestet haben auf die Flugfähigkeit durch einen mexikanischen Veterinär, hat sich herausgestellt, der hat einen Blutdruckkopf von 280 zu 150. Jetzt habe ich meine Aufregung dann noch schnell nach Österreich durchgerufen zum Professor Bechianer vom Tiergarten in Schönbrunn, der übrigens auch da heute drinnen sitzt, ich sehe ihn nicht gerade, und sage ich, Herr Professor, sag einmal, wie ist das, der Tiger hat jetzt 280 zu 150 Blutdruck, was würdest du als Fachmann sagen dazu? Sagt er, sofort einen Herzschrittmacher. Platz. Den Hintern, Max, er vergisst immer die Hüfte. Gut gehört, er ist sehr musikalisch und kann Walzer tanzen. Herr Patrick, spiel bitte einmal kurz einen Linkswalzer. So musikalisch, ein Rechtswalzer zum Beispiel, tut er nichts. Dann tanzt nur Linkswalzer. So, wir beginnen jetzt mit dem schwierigen Teil. Frau Assistentin, bitte reichen Sie mir mal den Sicherheitshandschuh, den Brandschutzhandschuh. Feuerfest bis 1000 Grad, 1100 Grad. Sitz und du bleibst sitzen. Die Brandschutzbrille. Dankeschön. Und jetzt den Feuerreifen. Entfachen Sie den Flächenbrand. Ich muss dazu, bitte. Ich muss dazu sagen, wir haben vor der Show eine feuerpolizeiliche Begehung gehabt und es wurde mir dann nimmt man die Show. Sitz. Noch einmal. Hopp durch hier.